Das ist die Geschichte einer unglaublichen Frau. Einer Frau, der man in unserer Gesellschaft wenig Beachtung schenken würde. Diese Frau war bekannt unter dem Namen Umm Mahjan. Sie war eine schwarze Sklavin. Sie hatte die Ehre bekommen, in der Moschee des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu wohnen. Jeder, der in die Prophetenmoschee hineinging, hatte das Gefühl gehabt, dass diese Frau etwas Besonderes an sich hatte. Aisha radiallahu anha sagte, ich habe diese Frau täglich besucht und einen Satz hat sie immer wiederholt. Und der Tag des Schals. Es war eines der Wunder unseres Herrn, der mich vor dem Unglauben errettete. Worüber redet diese Frau? Aisha radiallahu anha hatte keine Ahnung. Sie hatte keine Ahnung, was sie damit meinte und fragte sie, erzähle mir deine Geschichte. Ich lebte unter einem Stamm und hatte keinen Kontakt zu Familie und Freunden. Ich habe diesem Stamm gedient. Auch musste ich mit ihnen auf Reise gehen. Umm Mahjan erzählte weiter. Eines Tages kam die Tochter meines Herrn heraus und sie trug einen Schal. Ihre Schals schmückte sie mit goldenen Münzen oder wertvollen Steinen. Es war ein Schönheitsideal und ein Zeichen von Macht. Die Tochter ihres Herrn trug es um ihre Taille oder um ihren Hals. Eines Tages ging sie schlafen. Während sie im Schlaf war, kam ein Vogel und schnappte sich ihren Schal und flog davon. Der Vogel dachte wohl, es wäre ein Stück Fleisch. Als sie am nächsten Morgen aufwachte, fing sie an zu schreien, weil ihr Schal weg war. Sie rief ihren Vater und die Älteren ihres Stammes zusammen. Sie alle schauten auf einmal in meine Richtung. Sie kam zu mir und fragte mich, hast du ihn weggenommen? Hast du ihn verkauft? Hast du ihn versteckt? Sie sind alle davon ausgegangen, dass Umm Mahjan irgendwas damit zu tun hatte, weil sie eine abbasinische schwarze Sklavin war. Umm Mahjan sagte ihnen, dass es von einem Vogel weggenommen wurde. Wahrscheinlich dachte der Vogel, es wäre ein Stück Fleisch. Kannst du nicht mit einer besseren Lüge kommen? Du kannst es entweder beichten und sagen, dass du ihn versteckt hast, oder dass du es jemandem gegeben hast, oder ihn gestohlen hast, oder du kommst mit einer Lüge, die wenigstens Sinn macht. Sag etwas, was Sinn macht und erzähle nicht so einen Schwachsinn. Dann fingen sie an, mich zu durchsuchen und fingen an, mich zu schlagen. Sie ließen keinen Fleck meines Körpers aus. Weinend, schreiend und hilflos lag sie da. Doch plötzlich kam genau dieser Vogel und ließ den Schal vor ihren Augen herunterfallen. Als dies geschah, sagte sie, dass alle geschockt nach dem Schal schauten. Das ist es, was ihr mir vorgeworfen habt. Ich war die ganze Zeit unschuldig. Es ist genauso passiert, wie ich es euch erzählt habe. Sie hatten Schuldgefühle gehabt und ließen Umm Mahjan frei. Von nun an war sie keine Sklavin mehr. Nach einer gewissen Zeit hörte Umm Mahjan vom Propheten sallallahu alaihi wasallam in Medina. Und sie hörte, dass einige seiner Gefährten aus schwachen und ärmlichen Verhältnissen kamen oder unterdrückt waren. Umm Mahjan machte sich auf den Weg zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Angekommen beim Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, sah er sie an und erkannte ihre Situation. Sie war keine gewöhnliche Sklavin wie die, die in Mekka zum Islam übergetreten sind. Es war keine Frau, die mit diesem Land vertraut war. Sie hatte niemanden. Sie hatte keine Familie, keinen Stamm. Sie war alleine. Alles, was ihr geschah, war für sie eine Aneinanderreihung von Schicksalsschlägen, die sie letzten Endes zum Propheten sallallahu alaihi wasallam führten. Aisha radiallahu anha berichtet, der Prophet sallallahu alaihi wasallam ging und fing sofort an, ihr Haus in der Moschee zu bauen. Sie konnte dort wohnen, schlafen, ihre Ibadat verrichten und Ruhe finden. Das ist die Geschichte dieser Frau. Umm Mahjan gehörte zu jenen Frauen, der man keine Beachtung schenken würde, wenn man sie sieht. Und der Tag des Schals war eines der Wunder unseres Herrn. Es war einer dieser Tage, der mich vor den Ufern des Unglaubens errettete. Und jetzt verstehen wir auch, was sie den ganzen Tag sagte, subhanallah. Irgendwann hatte der Prophet sallallahu alaihi wasallam Umm Mahjan den ganzen Tag nicht mehr gesehen. Er wunderte sich, wo sie war. Er fragte seine Gefährten, wo ist die Frau? Wo ist Umm Mahjan? Ja, Rasulallah, sie starb letzte Nacht. Subhanallah, denkt einen kurzen Moment über diese Frau nach. Sie nahm den Islam beim Propheten sallallahu alaihi wasallam an, hatte ein Zuhause, was vom Propheten sallallahu alaihi wasallam persönlich erbaut wurde und starb in der Moschee des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Und die Sahaba wollten den Propheten sallallahu alaihi wasallam aufgrund ihrer Liebe zu ihm nicht mitten in der Nacht wecken. Also ließen sie ihn schlafen. Ihre Leiche wurde gewaschen und das Totengebet wurde für sie verrichtet. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam das erfuhr, war er wütend und traurig zugleich. Er wollte für sie beten und das Totengebet für sie verrichten. Wusstet ihr denn nicht, dass die Gräber durch meine Gebete erleuchtet werden? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam ging also zu ihrem Grab und verrichtete das Gebet noch einmal für sie. Meine geehrten Geschwister, dies ist der einzig bekannte Fall aus der Sira des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass die Janaza für ein und dieselbe Person zweimal verrichtet wurde. Einmal von den Ashab und einmal vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam höchstpersönlich. Sie war so etwas Besonderes für den Gesandten alaihi salatu wasallam, dass er noch einmal das Janaza-Gebet für sie verrichtete. Der Gesandte Allahs hatte dieser Frau einen so hohen Stellenwert gegeben. Wie oft sehen wir Menschen um uns herum, die in Not sind, aber wir schenken ihnen keine Beachtung. Einige von ihnen leben vielleicht in unmittelbarer Nähe, andere leben tausende Kilometer weit weg. Wir sehen ihre Bilder in den Nachrichten, in den sozialen Netzwerken. Doch wie viel Beachtung schenken wir ihnen? Wie sehr interessieren wir uns für sie? Sie gehören zu unserer Umma, zu der Umma des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wir sollten nicht dieselben Maßstäbe haben wie die Gesellschaft hier. Wir sollten ein anderes Empfinden für unsere Mitmenschen haben und erst recht für die Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, weil das unsere Geschwister sind. In dieser Gesellschaft geht es ganz nach dem Motto: Hast du was, bist du was. Hast du nichts, bist du nichts. Genießt du Ansehen oder hast viel Geld, dann bist du etwas Besonderes. Sobald ein Promi eine kleine Tragödie in seinem Leben hat, wird es auf fast allen Titelseiten der Zeitung berichtet. Weltweit müssen Millionen von Menschen mit Schicksalsschlägen kämpfen, für die sich niemand interessiert. Wenig bis kaum wird davon berichtet. Als ob sie nichts wert sind. Wir müssen endlich aufwachen, meine lieben Geschwister. Weil der Islam ganz andere Maßstäbe hat. Maßstäbe, die uns Allah subhanahu wa ta'ala gegeben hat. So wie es der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bei Ummah Jan gemacht hat.